Also, zu Leerzimmer und damit einen wunderschönen guten Morgen zurück bei mir auf dem Kanal. Wir sind leer bei RT-Log. Und haben jetzt ja ausgeladen. War um 6 Uhr dann gleich da. Hab hier im Industriegebiet echt überragend geschlafen. Und ja, jetzt heißt es, auf geht's, ab geht's zur HM Transport, oder HM Trans. Neue Ladung habe ich noch nicht, denn ich möchte eigentlich mich auch gar nicht so stressen lassen, ganz ehrlich. Mal schauen. Ja, mal schauen, wen wir so antreffen werden. Wer dort so da ist, vielleicht auch irgendjemand vom Verbund. Wer weiß das schon? Ist ja durchaus möglich. Und dann freue ich mich auf einen Kaffee. Einen kleinen Espresso vielleicht. Schauen wir mal. Irgendwie ein wenig nervös bin ich. Hab mich jetzt auch gar nicht so angekündigt. Also ich wollte eigentlich mal Hermie anrufen, habe ich jetzt gar nicht gemacht. Vielleicht ist er ja auch da. Ja, 7:15 Uhr ist bestimmt schon jemand da. Da werden wir schon mal jemanden zum Quatschen finden. Können wir nämlich so, auch wenn ich vielleicht dann in Kauf nehme heute, nicht pünktlich zum Wochenende daheim zu sein, aber einfach mal die Kontakte pflegen. Thank you.
Da vorne ist sie ja schon. Die Firma. Oh, Tore sind zu. Dann drehe ich mal. Und fahre hier rein beim alten Glaspalast. Der gehört eigentlich gar nicht mehr dazu. Aber da ist auf jeden Fall offen. Und stellen wir uns einfach mal, frech wie wir sind, hier vor die letzte Reihe, würde ich sagen. So, meine Damen und Herren, ich werde jetzt mal hier rüber gehen und schauen, ob jemand im Büro ist. Und dann werden wir da einen Kaffee uns definitiv holen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall ja gleich wieder. Also, in diesem Sinne, bis gleich. A few moments later. So, 1,5 Stunden später. Wir verlassen die HM-Trans. Servus, mach's gut. Und gehen jetzt wieder rüber zum LKW. Da habe ich hier mit Hermes Frau getroffen, mit der Maria, die heute im Büro war. Und ja, haben wir ein bisschen gequatscht. So muss das sein. Der alte Glasballast. Ah, ja. Steigen wir wieder ein. Wir haben nämlich eine Tour erwischt, die uns erstmal ein bisschen weiter wegbringt von zu Hause. Aber gut. Erst Samstag oder so heim. Bleiben Sie links, dann biegen Sie links ab. Aber mal schön, wieder die ganzen alten Gesichter aus dem Büro zu sehen. Auch wie gesagt, Maria, ja, den Hermi von Salzburg aus unterstützt. Auf jeden Fall fahren wir jetzt raus. Abbiegung rechts vor Ihnen. Und laden Möbel für Wien. Sollten wir heute laden liefern eigentlich. Biegen Sie rechts ab. Und dann können wir eventuell sogar noch ja, neu laden. Müssen wir wieder ein wenig langsamer machen, bevor wir wieder einen netten Kommentar kriegen, dass ich ziemlich sportlich zurzeit unterwegs bin. Fahren Sie geradeaus. Dann werden wir versuchen, in Wien auf jeden Fall was Richtung
Nürnberg zu bekommen. Biegen Sie links ab. Schön. Bleiben Sie rechts. Fahren Sie geradeaus. Das ist auch mutig, so nah aufzufahren bei der Polizei. Bleiben Sie rechts, dann biegen Sie rechts ab. Biegen Sie rechts ab. Bitte aus. Da bin ich gestern noch mit meinem Klappfahrräder hergefahren und habe mir eine Pizza geholt. Da muss ich halt einfach auch ab und zu mal zu helfen wissen. Ja, sportlich rausgefahren, Kollege. So, und dann müssten wir da jetzt gleich schon mal laden. So, macht mal das Tor auf. Sie haben Ihren Bestimmungsort erreicht. Aufmachen tun sie schon mal. Das ist schon mal schön. Ja, dann werde ich mich hier mal anmelden gehen. Und dann sehen wir uns gleich, wenn wir die Möbel 17 Tonnen geladen haben. Also, bis gleich. So, steigen wir ein. Wir sind geladen. Und fahren mit den 17 Tonnen jetzt mal schön gediegen los, würde ich sagen. Und dann können wir jetzt auch langsam mal ein bisschen was so erzählen. Biegen Sie rechts ab. Abbiegung links vor Ihnen.
So, wie gesagt, ich habe heute früh dann gelbes Auto, danke. Ja, um 5:30 Uhr aufgestanden, Kaffee rausgelassen. Um 6 gleich rüber, habe ich angemeldet, konnte dann gleich an die Rampe fahren. Hab dann das Leergut abgeladen und bin da danach ja, wie ihr gesehen habt, zur Embrans gefahren. Im Büro, wie gesagt, die alten Büromitarbeiter mal begrüßt und so weiter. Mal bei der Maria kurz reingeschaut. Hermi war leider nicht da. Der ist selbst im Moment unterwegs in Richtung Innsbruck. Und ja, mit Maria dann ein bisschen gequatscht. Ja, auch über die alten Zeiten. Ich schwebt das so in Erinnerung, seitdem ich hier unten in Österreich ein bisschen langfahr, bin ich ganz offen und ehrlich. Und ja, wir sind auch, Maria hat dann auch mich gefragt, wie es bei mir läuft. Und ich habe eigentlich genau das Gleiche bestätigt, was auch das Problem bei der HM-Trans im Moment ist. Biegen Sie rechts ab. Die Auftragsbücher sind eigentlich voll und man hat einfach keine Fahrer oder man findet keine Fahrer mehr. Und ja, da sind wir dann schon auch ein bisschen so auf die alten Zeiten zurückgekommen, als wirklich noch Stefan, Raimi, Harry, ich bei der HM-Trans gefahren bin. Plus noch der ein oder andere, der jetzt vor allem in seinen Storys jetzt nicht so vorgekommen ist, aber naja, mir hat er noch ein paar fiktive, und das sage ich jetzt wirklich so, weil es ja auch so ist, Fahrer. Basti Anne, die jetzt irgendwie im Ausland im Moment unterwegs ist. Ja, da gehen da schon einige Fahrer ab. Vergütung auf deinem Pad, die meisten haben ja mittlerweile so ein Pad innen drin, noch schaffst, spritsparend, verschleißfrei zu fahren und so weiter, was es da alles gibt, würdest du nochmal quasi wie dein Stundenlohn umgerechnet erhöht. Weiß nicht, ob das so viel Sinn macht oder ob das so viel Leuten was bringt, aber ja, da ist man dann auch halt einfach mal auch so ins Gespräch gekommen. Ja, wie gesagt, Hermes weiterhin da auch auf der Suche, oder die HM-Panzer jetzt mal.
auf der Suche nach fähigen Fahrern. Und so ging es ja bei mir auch. Das waren schon coole Zeiten damals, wie alle bei der Heimlands gefahren sind. Plus halt auch die vielen anderen Speditionen mit der ITL und so weiter. Schon einiges da entstanden. Auch meiner Meinung nach auf YouTube. Ich finde es krass, weil das mit der Bezahlung und mit den Noten, wenn du jetzt 1 sehr gut bist und 6 der Verschleiß extrem hoch, sage ich jetzt mal, würde ich gerne mal in Real Life auch wissen, wie viel Unterschied es dann im Geld macht, weil du kannst ja, kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das so viel pro Ladung, pro Tour oder pro Tag ausmacht, aber es soll anscheinend wirklich Speditionen da geben. Ich selber kenne da noch keine, hab's nur auf einer Dokumentation mal gesehen. Das würde mich dann schon mal interessieren. Aber auch die, ich weiß nicht, ob die allgemeinen Gehälter da auch wirklich so passen, weil ich habe da mal recherchiert und im Nahverkehr habe ich jetzt Stand auf zu einer Studie gelesen, stand 1.4.24 ist das Durchschnittseinkommen für einen Fahrer im Nahverkehr bei 3.235 Euro brutto, bei einem Fernverkehrsfahrer 3.239 Euro brutto, also 4 Euro Unterschied. Was ich schon extrem kurios finde eigentlich, weil Fernfahrer ja dann trotzdem eigentlich die ganze Woche unterwegs sind, also halt auch über Nacht und so weiter, als jetzt die meisten Nahverkehrsfahrer. Und dann noch, wenn du einen ADR-Schein besitzt, wird laut der Studie im Durchschnitt 3.392 Euro, also nochmal gut über 100 Euro mehr bezahlt. Und natürlich die Erfahrungsstufen. Die Erfahrungsstufen machen ja auch extremst viel aus. Oder was heißt Erfahrungsstufen? Umso länger du fährst, ist ja auch ganz klar. Das ist bei meiner Spedition, wo ich privat so wegen als Nebenjob ab und zu mal fahre. Ja, auch so. Also, da wenn Leute, die quasi die Ausbildung zum Berufskraftfahrer gemacht haben, jetzt nicht gleich so viel bezahlt wie ein Fahrer, der jetzt schon 10, 15 Jahre in diesem Betrieb ist. Aber gut, es war auf jeden Fall mal wieder schön, bei der HM-Brands gewesen zu sein. Natürlich auch ein wenig schade, dass wir den Herrn nicht getroffen haben. Bin da gespannt, wie es dann auch da allgemein so weitergeht, wie sich die ganze Lage ein wenig zuspitzt. Und jetzt schauen wir mal, dass wir nach Wien kommen. Ist ja ein wenig außerhalb von Wien. Und dann geht's dann. Wir haben es jetzt Freitag. 12:28 Uhr. Müssen wir vielleicht heute noch vorladen und dann lade, Inglau.
den Neuladen. Ich bin in Nürnberg, einen frei. Das passt, würde ich sagen. Jetzt Leikheim Spezi mal trinken heute. Kein Kaffee, sondern Spezi. Was ich gesehen habe, den grauen R2012 vom Hermi, der war am Hof. Also nicht, der war aufgesattelt. Ist schon ein schönes Gerät. Oder ob gerade da keiner drauf sitzt. Maria, wie gesagt, hat ja auch gesagt, dass der ein oder andere da fehlt. Aber ist schon ein schönes Gerät. Ja, getraut so richtig anzufragen wegen dem R2012 in Olga. Habe ich dann auch nicht. Ist mir einfach auch zu riskant. Ich habe da auch jetzt drüber nachgedacht und so weiter. Im Moment habe ich die Möglichkeiten einfach nicht, jemanden im Nahverkehr zu beschäftigen. Zum Erfahren oder als Urlaubsvertretung immer wieder gern, aber so ist es halt im Moment leider nicht möglich. Es tut mir leid, aber muss man auch dann einfach offen und ehrlich sein. Nochmal sagen, dass es halt im Moment nicht möglich geht. Raus, also mal wieder ein bisschen wirklich ins Ausland. Klar, Österreich jetzt auch, Wien ist jetzt auch schon ein Stück weg, aber ich meine mal wieder so richtig in den Norden, richtig ins Süden oder sowas. Oh, das Telefon klingelt. Ruft dann. Der ist ja eigentlich noch beschäftigt mit dem Dirk. Oh, jetzt gehen wir ran. Hi Marco, alles gut? Was? Was ist passiert?